Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gewalt von rechts steigt und steigt. Die schrecklichen islamistischen Terroranschläge sind uns alle noch präsent. Kriminalitätsformen wie Bedrohung und tätliche Angriffe im öffentlichen Raum sowie die zunehmenden Einbruchsdiebstähle machen vielen Menschen Sorgen. Ganz zu schweigen von den mehr oder weniger neuen Feldern, bei denen unsere demokratische Gesellschaft angreifbar ist. Sei es die Cyberkriminalität oder die chemisch-biologischen, radiologischen und nuklearen Gefahren. All das sind große Herausforderungen für die Sicherheitsbehörden, für die politischen Akteure und auch für die Gesellschaft als Gesamtes. Und bei all diesen Themen kommt die Polizei ins Spiel. Sie bietet Schutz und gibt Sicherheit. Sie verhindert Selbstjustiz und sichert den Rechtsfrieden. Sie setzt das Gewaltmonopol durch. Und deswegen möchten wir Grüne an dieser Stelle uns ganz herzlich bei den Polizistinnen und Polizisten und bei den anderen Akteuren in der Sicherheitsarchitektur für ihre gute und wichtige Arbeit bedanken. Als ein Zeichen zur Anerkennung wollen wir Grüne die Erschwerniszulage Dienst zu unregelmäßigen Zeiten endlich auf 5 € erhöht sehen und haben dazu auch einen Änderungsantrag eingebracht. Der Vorschlag der CSU sieht ja vor, dass der Dutz in 2 Stufen auf 4 € pro Stunde erhöht wird und im Gegenzug dazu dann pauschale Wechselschichtzulagen wegfallen. Tja, ich finde, so geht keine Anerkennungskultur und ich verstehe nicht, warum Sie da so zögerlich vorgehen. Wir Grüne wissen, die Menschen vor Straftaten zu schützen und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, gehört in einer freien Gesellschaft zu den Kernaufgaben staatlichen Handelns. Diese Kernaufgabe gehört nicht in die Hände Privater. Keine Bürgerwehr, keine Hilfs-Sheriffs können und dürfen dies tun. Und deswegen haben wir auch einen Änderungsantrag gestellt, dass die Finanzierung der Sicherheitswacht komplett aus dem Haushalt gestrichen gehört. Wir Grüne geben bei der Analyse der Bedrohungslagen und bei der Gefahrenabwehr der Polizeiarbeit den Vorzug vor der Geheimdiensttätigkeit. Und dafür braucht es eben eine personelle Stärkung, modernste Ausstattung und gute Polizeiarbeit aus einer Hand. Und dazu gehört für uns Grüne auch, dass europäisch besser und vernetzter zusammengearbeitet wird. Deswegen haben wir einen Änderungsantrag gestellt, bei dem wir die Mittel des Landesamts für Verfassungsschutz umschichten möchten. Wir schaffen unter anderem die V-Leute ab und entziehen der Biege die Mittel. Denn der Verfassungsschutz hat keinen Bildungsauftrag. Mit diesen frei gewordenen Mitteln können wir die Landespolizei wirklich entlasten. Damit können wir neue Tarifbeschäftigte einstellen, die Mittel für die Fortbildung im Bereich der Cyberkriminalität erhöhen. Und zwar, und das ist uns ganz wichtig, in der Fläche. Es reicht nicht, dass wir nur ein paar spezialisierte Cybercops haben. Wir werden außerdem die Mittel für die Fortbildung in den Bereichen Rechtsextremismus, Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit erhöhen, denn dazu gehören ja auch die sogenannten Reichsbürger. Und gerade in der letzten Zeit haben wir da schmerzhaft erfahren müssen, dass da eindeutig noch unterstützenden Schulungsbedarf vorhanden ist. Wir dürfen auch die Rahmenbedingungen bei der Betrachtung dieses Haushaltstitels nicht außer Acht lassen. Die Bevölkerung in Bayern wächst und wächst. Die Bevölkerung wächst immer mehr in die Ballungsräume hinein. Und das kann aber dann nicht im Umkehrschluss heißen, naja, dann machen wir jetzt die Polizeidienststellen auf dem Land zu. Wir wissen auch alle, das wurde ja schon mehrfach erwähnt, dass der Überstundenberg der Polizistinnen und Polizisten massiv anwächst. Und darum unterstützen wir Grüne, dass neue Polizistinnen und Polizisten eingestellt werden, obwohl wir natürlich wissen, dass damit erstmal die ganzen Pensionsabgänge abgefedert werden. Und wir wissen auch, dass die Entlastung der neuen Beamtinnen und Beamten nicht dazu führt, dass die Polizistinnen und Polizisten morgen weniger zu tun haben. Denn, wie wir alle wissen, müssen ja die Beamtinnen und Beamten auch erstmal ausgebildet werden. Es geht also nichts wirkt davon, andersrum formuliert, an einer Aufgabenkritik, spricht der Entlastung der Polizei von gewissen Aufgaben, kommen wir also nicht vorbei. Und das ist eine Sache, die die CSU, glaube ich, immer noch nicht begriffen hat, obwohl wir das in den Ausschüssen immer hoch und runter diskutieren. Ihr letzter Einsatz, den der Innenminister Herrmann mit stolz geschwellter Brust verkündet hat, konterkariert die Maßnahmen der Entlastung der Polizei. Sie schicken jetzt freiwillig Landespolizistinnen und Landespolizisten zu Grenzkontrollen, obwohl das nicht Landesaufgabe ist. Damit wird das Ziel, Überstundenberge abzubauen, konterkariert. Und ganz nebenbei, Herr Herrmann, don't touch my Schengen.
Wir Grüne wollen eine Politik der inneren Sicherheit, die Bürgerrechte schützt, Sicherheit gibt und die Freiheit bewahrt. Deswegen bitte ich um Zustimmung für unsere Änderungsanträge.